uns viel gegeben. Du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. 96, alte Liebe. Rot steht dir sehr viel besser als den Blau. Blau, hey! Lass die anderen alle reden, von Bayern oder Bremen. Wir sind immer bei dir, 96, HSV. Hannover trauert um drei junge Menschen, die am vergangenen Sonntag bei einem Verkehrsunfall ihr Leben gelassen haben. Einer von ihnen kam aus unserer Mitte, Niklas Feierabend. Er war gerade 19 Jahre alt und er war einer von uns. Seit 2005 hat Niklas für Hannover 96 gespielt, durchlief alle Nachwuchsmannschaften bei unserem Verein. Seit dem Wintertrainingslager hat er regelmäßig mit den Profis trainiert, war Teil unserer Mannschaft. Vor ein paar Wochen unterschrieb er seinen ersten Profivertrag bei Hannover 96, seine Rückennummer die 36. Mit unserer U19-Mannschaft schaffte Niklas im März sensationell den Einzug ins Finale um den DFB-Pokal in Berlin. Aber Niklas war nicht nur Fußballer. Niklas war vor allem ein großartiger Mensch. Bescheid, bodenständig, wissbegierig und lebensfroh. Unsere Gedanken und unsere Gefühle sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Heute wollen wir uns noch einmal gemeinsam an ihn erinnern, mit einer Gedenkminute auf dem Rasen und auf den Rängen. Liebe Fans, wir wollen uns von Niklas verabschieden, wie er es am allerbesten gefunden hätte. Und darum bitten wir euch um einen kräftigen Applaus für Niklas. Spiel unter Stendel, zwei Heimsiege gegen Gladbach und Hoffenheim. Das kann man auf jeden Fall mal so machen, zumal es gegen Hoffenheim letzten Jahr immer beschissen war. Aber was war das für ein krasser 33. Spieltag? Jetzt mal ohne Scheiße. Der Keller ist komplett eng. Reden wir nachher nochmal drüber. Frankfurt gewinnt wohl gegen Dortmund. Bremen spielt 0:0. Kassieren kein Gegentor. Holen zumindest mal einen Punkt. Stuttgart ist richtig dick unten drin. Bayern ist Meister. Dortmund verliert vollkommen überraschend. Und ja gut, Hamburg ist auch nochmal ein bisschen drin, aber Darmstadt gewinnt gegen Hertha. Das ist alles konfus heute. So, Freunde, mittlerweile sind wir zu Hause angekommen und meine Schwester verkrümelt sich gerade eisekalt, aber was soll's. Ja, was gibt's noch großartig zu sagen? Letztes Heimspiel für einige Zeit in der Bundesliga. Aber eine geile Atmosphäre, eine schöne Choreografie zur zweiten Halbzeit und natürlich eine sehr emotionale, sage ich mal, Gedenkminute für Niklas Feierabend. Ich denke mal, ihr habt's gesehen. Wirklich eine schöne Art und Weise. Ich denke mal, das, was der Stadionsprecher gesagt hat, ist wahr. Nach dem, was ich gehört habe, war das ein sehr lebensfroher Mensch. Und der hätte sich bestimmt gefreut, hätte er diesen Applaus wahrnehmen können für seine Person, beziehungsweise auch für seine zwei Freunde, die bei diesem Unfall ums Leben gekommen sind.
Darüber wollte man gar nicht weiter reden. Wir reden jetzt nochmal kurz über den Spieltag, über das Spiel. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, wer es auf Twitter verfolgt, hat meine Meinung sowieso schon gesehen. Gladbach sehr, sehr stark gegen Leverkusen. Freut mich extrem, dass die wohl in die Champions League kommen, beziehungsweise sind sie in der Champions League, sind wir mal ehrlich. Ja, aber das ist allen ja alles egal. Ja? Bayern wird Meister endgültig, aber der Abstiegskampf ist viel, viel interessanter. Hannover ist sowieso raus, ja, aber trotz der Niederlage jetzt hat Hoffenheim weiterhin genug Puffer, weil ja Bremen und Frankfurt noch gegeneinander spielen. Stuttgart verliert 3-1 gegen Mainz, da ist gerade richtig Randale, da sind viele Fans auf dem Platz und in den Innenraum vorgedrungen, das geht in meinen Augen gar nicht, sowas darf nicht sein, aber gut, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen aufgrund der Situation, trotzdem sollte man sowas nicht machen. Ja, sie haben 3-1 verloren und das wohl auch verdient, kann man sagen, weil Mainz in meinen Augen bessere Mannschaft war, nachdem was ich gesehen habe, Mainz somit auf dem Weg nach Europa, was natürlich schön wäre für die Mainzer. Ja, aber das war wirklich nicht gut, was Stuttgart heute gezeigt hat. Und dementsprechend haben sie auch verdient verloren. Nächste Woche geht es nach Wolfsburg für die. Und Wolfsburg ist zwar momentan nicht stark, aber Wolfsburg ist ja trotzdem gerade zu Hause immer noch eine ziemliche Macht, ja. Und deswegen wird das alles andere als einfach werden, da zu gewinnen. Und man muss gewinnen, sonst ist man direkt abgestiegen. Bremen selber hat ein 0-0 gegen Köln gespielt. Die hätten sich vorzeitig retten können, haben so nicht geschafft, sondern stehen auf dem Relegationsplatz. Und Frankfurt gewinnt überraschend gegen Dortmund. Nach einer Abwehrschlacht, aber einer guten Partie auf jeden Fall. Auch dank Szabolcs Huszti, der diese Ecke kurz gespielt hat. Okay, das war natürlich nicht Huszti's Verdienst, aber war schon schön. Die Chance von Kastein aus, alter Schwede, Ibra-Style. Nee, aber auf jeden Fall haben die überrascht und sie spielen noch gegeneinander. Nehmen wir mal an, Frankfurt gewinnt gegen Bremen und dann gewinnt Stuttgart gegen Wolfsburg, was natürlich keiner momentan denkt. Dann ist Bremen direkt abgestiegen und dann ist Stuttgart in der Relegation, Frankfurt durch. Angenommen, ja, Stuttgart gewinnt gegen Wolfsburg, aber Frankfurt und Bremen spielen unentschieden, dann ist Stuttgart immer noch abgestiegen. Also es muss einer gewinnen da oben und es sollte im Idealfall nicht Frankfurt sein, weil bei Frankfurt ist die Tordifferenz noch deutlich schwieriger zu knacken. Quatsch, es sollte nicht Bremen sein, weil bei Frankfurt ist die Tordifferenz noch deutlich schwieriger zu knacken für Stuttgart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es wird spannend, es wird dramatisch auf jeden Fall dieser letzte Spieltag. Ich bin sehr gespannt, wer direkt mit 96 runtergeht. Ich bin sehr gespannt, wer in der Relegation gegen Nürnberg geht. Das ist alles noch sehr, sehr, ich sag mal, unscheinbar ist das falsche Wort, undurchsichtig, ja, weil alles theoretisch passieren kann. Wer hätte erwartet, dass heute Frankfurt gegen Dortmund gewinnt? Wer erwartet, dass Stuttgart gegen Wolfsburg gewinnt? Kann theoretisch alles passieren. Zu 96, zum Spiel gegen Hoffenheim, war in meinen Augen eine sehr gute Partie von der Mannschaft von Daniel Stendel, der einfach Unglaubliches erreicht hat mit diesem Team. Wenn der mal früher gekommen wäre in der Stendel-Tabelle, müssten wir sogar relativ gut im Mittelfeld dastehen. Also das waren wirklich klasse Leistungen. Jetzt zwei Heimspiele, drei Heimspiele unter seiner Regie, zwei Siege gegen Gladbach und gegen Hoffenheim, eine Niederlage gegen Schalke, die unglücklich war. Dazu gute Auftritte in Berlin, ein guter Auftritt in Ingolstadt, eine Niederlage in sechs Spielen oder in fünf Spielen. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Und mal sehen, wie es jetzt in München laufen wird. Natürlich haben wir den Spieltag Meisterfeier. Das werden wir nächste Woche dann alles sehen. Ja, Spieler, die man hervorheben muss heute, sind auf jeden Fall Arkenberg, Anton und Sarin Renbahse. Sarin Renbahse wieder mit einer klasse Partie das Tor vorbereitet, wie schon ja irgendwie so oft jetzt, seitdem er spielt. Immer wieder an Toren beteiligt, immer wieder an gefährlichen Aktionen. Der hat einfach so viel Spaß gemacht heute. Wieder auch einmal, wo er zwischen Polanski und, ich glaube, Teuer durchgegangen ist. Wei, oh wei, war das genial. Natürlich hat Hoffenheim auch seine Chancen. Teuer beispielsweise in der 90. mit diesem extrem genialen Fernschuss. Aber trotzdem war 96 über weite Strecken doch die ja, kontrollierende Mannschaft und hat einfach auch schön Fußball gespielt. Ja. Natürlich wieder ab und zu ein bisschen Probleme im Abschluss, beziehungsweise nicht zwingend genug, aber das wird sich noch legen, das wird definitiv noch bearbeitet werden. Und heute mal eine Elf gesehen, die, denke ich mal, bis auf weitere so in die Liga 2 gehen wird. Natürlich hat man einen Sané nicht mehr, wahrscheinlich, dafür aber einen Schulz in der Innenverteidigung neben Anton. Arkenberg kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der weiterhin Spielpraxis bekommt. Der hat heute einen sehr, sehr guten und spritzigen und frischen Eindruck gemacht. Das wäre dann auch kein Problem, wenn Sorg und Sakai oder einer von den beiden gehen sollte. Dann haben wir auf jeden Fall da mindestens ein Backup drin und da Stendel sowieso auf solche Spieler baut, umso besser. Ich finde das richtig gut. Für FIFA oder sowas ist das vielleicht nicht so nice, weil das Bronzespieler sind. Aber sie sollten mit sehr viel Potenzial ausgestattet werden, was niemals passieren wird, weil warum sollte EA sowas machen bei 96? Aber haben sehr gut gespielt, alle drei heute wieder. Dazu hast du einen Fossum, der auch eine starke Partie gemacht hat, der definitiv sein Potenzial in der zweiten Liga richtig entfalten kann oder noch besser entfalten kann als in der ersten Liga, weil das der etwas gediegenere Schritt ist von der Tippe liegen in die zweite Bundesliga. Und dazu hast du immer noch solche Spieler wie beispielsweise den Felix Klaus, der wahrscheinlich mitgehen wird in die zweite Liga.
der da auch zu den Topspielern gehören dürfte. In der ersten Liga, dafür reicht es vielleicht vom Niveau nicht ganz, aber für die zweite auf jeden Fall. Ein Sobirk, der mitgeht, der da zu den Topstürmern gehören sollte, das habe ich ja schon mal gesagt. Ein Karaman, der, wenn er nicht wechseln sollte, sehr stark sein sollte. Sané, wenn er nicht wechselt, was ich aber glaube, wäre auch total genial. Mit Radlinger und Schaun haben wir zwei gute Torhüter. Dazu haben wir mit Philippe und Schulz und Anton und Co. eine solide Innenverteidigung und Gülselam und Co. ein solides defensives Mittelfeld. Ich hoffe, dass Schmiedebach bleibt. Das wäre einer, bei dem ich mir wünschen würde. Albonos wird wahrscheinlich bleiben. Haben wir auch einen guten Linksverteidiger drin, der heute auch wieder stark gespielt hat. Das gefällt mir schon alles ganz gut und ich freue mich, dass 96 jetzt so eine positive Entwicklung nimmt und dieser Abstieg wird der Mannschaft gut tun und ich hoffe, dass wir 2016 dann wieder hochkommen. So, das war's vom letzten Heimspieltag. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Meine Schwester hat sich gerade getraut, wiederzukommen. Das gibt's ja überhaupt nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.